Erst vor 2 Jahren zog die Offroad- und Survival-Messe Adventure Northside von England aufs Festland um. Und schon scheint sie sich hierzulande zu einer echten Größe im Norden zu etablieren. Erstmals fand sie am vergangenen langen Wochenende vor uriger Kulisse auf dem Gut Basthorst bei Hamburg statt und zog an 4 Tagen über 7000 Besucher an. Neben neuer Ausrüstung und Fahrzeugen gab es auch dieses Mal einen weiteren Fokus auf Outdoor-Aktivitäten. Die Kraft der Konzentration. Beim Bogenschießen der Schlüssel zum Erfolg. Für Allradreisende gab es erfreulicherweise gleich eine ganze Fülle an Neuheiten zu entdecken. So wie bei den Tüftlern von 5010. Das neue Konzept, was wir hier vorstellen, ist ein modulares System, speziell für Doppelkabiner-Pickups. Besteht aus 3 Elementen. Eine Plattform, die die normale Wanne ersetzt, dann eine Box, die da drauf kommt, um das Equipment unterzubekommen und optional noch ein Schlafdach, was drauf montierbar ist. Das Besondere an dem Konzept ist, dass es innen drin komplett frei gestaltbar ist. Also wir legen 12 Volt rein, ansonsten hat es überall Tenu-Schienen rundherum. Und man kann sich halt alles das selber reinschrauben und an die Stelle schrauben, wie man es gerne möchte. Und ist eben auch hat immer wieder die Möglichkeit, es auch zu ändern über einen Zeitablauf, weil wie das Leben so spielt, Dinge ändern sich, ja. Interessen verändern sich und so kann ich auch mein Auto anpassen. Und was kostet der Spaß? Das komplette System, fertig montiert, mit TÜV, allem drum und dran, zum Wegfahren 17.500 €. Für Reisefans, die mit schmalerem Budget unterwegs sind, wäre vielleicht das neue Dachzelt von iCamper eine spannende Alternative. Das ist das erste Dachzelt in Deutschland, was die Vorteile von der Hartschale mit dem Faltdachzelt verbindet. Also bei einer Hartschale hat man entweder die Möglichkeit, es so zu öffnen oder so zu öffnen. Und bei einem Faltdachzelt hast du die Möglichkeit, es so zu öffnen und dementsprechend hast du die Größe. Hier hast du die Möglichkeit, es einmal so zu öffnen und, also quasi du öffnest den Deckel und dann öffnest du nochmal die Fläche und machst es größer. Das heißt, du hast 1,90 Meter Liegefläche, obwohl du im Endeffekt auf dem Autodach nur eine Hartschale hast. Und das ist quasi, du hast alle Vorteile von der Hartschale, zum Beispiel schnelle Öffnungseigenschaften von unter einer Minute und auch wieder genauso schnell zu. Du kannst alles drin lassen an Bettdecke und so weiter, das heißt, du bist da auch sehr spontan. Hast aber trotzdem die Größe eben von dem Faltdachzelt, dadurch, dass du diese Extension dran hast. Das Zelt an sich kostet 3.170 mit gutem Stoff, also mit Baumwollmischung. Du kannst auch nochmal mit nur Poly haben, also nur Plastik, sag ich jetzt mal, für 200 € weniger. Und das Vorzelt kostet nochmal dazu 520. Bei Alberts Allradtechnik gab es etwas für den bequemen Einstieg ins eigene Heim. Eine Falltreppe, die gibt es von 6 bis 9 Stufen. Vorteil dabei ist im Endeffekt, dass man bei der Ausziehtreppe immer Platz unterm Koffer braucht. Bei dieser Treppe hat man das Problem nicht. Das heißt, man kann es im Endeffekt komplett einklappen und ausklappen. Das ist der Vorteil dabei. So, in dieser Ausführung kostet die 2.240 €. Es gibt noch eine Beschichtung dafür, entweder gummiert, aufgeraut oder mit Holz, je nach dem Kunde, was er haben will. Auch die Schwenninger Fahrzeugbauer von Extrem hatten etwas Neues im Gepäck, diesen Allrad-Tourneo. Wir haben die Lücke erkannt, dass eben Ford für diesen Custom hier, für den Tourneo und für den Transit Custom kein Allradantrieb zur Verfügung steht. Und haben den so entwickelt, dass wir eben einen zuschaltbaren Allradantrieb, Permanent-Allradantrieb realisieren. Und dieses Paket liegt bei 12.490 €. Beim Schlafdach, da liegen wir bei nochmal 6.900 €. Und bei dem Innenausbau fangen wir bei 6.990 an. Wer statt einer Neuanschaffung eher sein altes Auto hegt und pflegt, für den hatten die Hamburger von Timex gute Nachrichten. Wir haben jetzt Sprays auf den Markt gebracht. Das ist einmal unser Rostschutz Paint Repair, eine Reparaturfarbe, die wird genommen für rostige Stellen am Unterboden zum Beispiel. Eine Farbe, die auch direkt auf Rost funktioniert. Natürlich macht man den Rost immer so gut wie es geht weg, aber zur Not kann sie auch auf Rost, das gibt es jetzt als Spray, eine richtig gute Rostschutzfarbe. Und Color, das ist ein Unterbodenschutz, auch aus dem Schiffbau, auch ein Material, das jetzt gesprüht werden kann. Beide Produkte haben wir prüfen lassen beim Schiffstüff, beim germanischen Lloyd und beide haben ein Zertifikat und sind jetzt zugelassen für den Schiffbau. Das brauchen wir zum Beispiel, weil wir damit auch nicht nur Schiffe behandeln, sondern auch Windkraftanlagen, auch die eben, die im Meer stehen. Sehr viel Belastung und das kann das Material eben auch. Der Preis steht noch nicht genau fest, soll aber zwischen 34 und 37 € liegen.
Das ist so viel, weil es ist ein neues Verfahren für die Abfüllung. Und wenn man so eine Dose in die Hand nimmt, die ist dreimal so schwer wie eine normale Lacksprühdose. Da ist dreimal, 2,5 bis dreimal so viel Inhalt, Füllmaterial, Füllstoff drin. Und das ist halt das Besondere. Man kann sehr dicke Schichten auftragen. Deshalb heißen die Dosen auch Jumbo-Dosen. Und das kann ich alles selber machen? Das kann man selber machen. Und man kann halt dann arbeiten, ohne dass man zu Hause einen Kompressor hat. Bei den Ausrüstungsexperten von Tiger Expert hat sich etwas in Sachen Heizungsbedienung getan. Also grundsätzlich gibt es ein neues als Drehregler. Der ist sozusagen die super simple Variante für alle Leute, die keinen Bock auf Display, Knöpfe, Computer haben. Einfach nur an, aus, Temperatur. Und für die Leute, die es ein bisschen schöner haben wollen, gibt es jetzt ein neues mit einem neuen Display, größeres OLED-Display. Ist eben dann, sag ich mal, moderner. Und warum gibt es das althergebrachte Bedienteil nicht mehr? Das war, sag ich mal, ein einfacher Fahrradcomputer, ja, so ungefähr der Stil. Und die Leute sagen, drei Knöpfe sind mir immer noch zu kompliziert. Es scheint zu einfach zu sein. Also es gab große Kritik, sodass wir jetzt entschieden haben, wir werden das komplett entfallen lassen. Und jetzt kann man sich aussuchen, was man will. Entweder ich nehme den ganz einfachen Drehknopf oder ich nehme das moderne mit dem OLED-Display. Dann haben wir sozusagen drei Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Nämlich einmal das alte Ding ist weg, wo die Leute nicht wissen, wie es geht. Es gibt ein schönes, einfaches für alle, die es nicht kompliziert wollen. Und es gibt eins, was wirklich alles kann. Der Startbildschirm ist relativ simpel, Uhrzeit und was Schönes. Man sieht die Bordspannung immer oben rechts. Und was jetzt neu ist, im Gegensatz zu dem alten Bedienelement, ich kann mir die Sensoren alle schön angucken, also in der Heizung, den Zusatzsensor oder auch den im Bedienelement, der eingebaut ist. Und ganz normal, wenn ich zum Beispiel Start drücke, dann sagt er mir, was er macht. Das war früher ein großer Nachteil, die Leute sagen, ich weiß nicht, was die Heizung gerade macht. Das sagt es. So, jetzt können wir uns, wenn er fertig ist, können wir uns die Einstellung angucken. Neu ist, es gibt drei Timer, drei Wochentage, drei Uhrzeiten. Das mit dem Drehrad kostet jetzt im Kit genauso viel wie früher auch, also ganz normal 500 Euro. Und statt jetzt 75 Euro extra ausgeben zu müssen, wie man es früher musste, kann man das Kit kriegen mit dem hier, kostet dann 40 Euro mehr als das Einfache. Damit sollte die Kritik verstummen. Apropos Kritik. Das Fazit der Messe fiel bei den Ausstellern zwar teils wechselhaft wie das Wetter, aber durchweg eher positiv aus. Und in einem sind sich alle einig: Diese Messe ist auf einem guten Weg.